Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich musste mal gerade was loswerden, da wir ein bisschen überladen waren. So, wir sind nach wie vor im Feuerschleierhügel und beim letzten Mal ist was Blödes passiert. Da sind wir nämlich nicht weitergekommen. Und zwar genau hier, so. Also machen wir erstmal wieder das, was ich beim letzten Mal auch schon gemacht habe. Hier hingehen und dann hier alles einsacken. Wo ist der Goldbeutel? Der ist ganz da hinten, so. Den haben wir auch. Und dann aktiviere ich das Ding jetzt mal noch nicht. Vielleicht kann man das nur einmal aktivieren oder so. Ach so, hier müssen wir aufpassen. Erstmal Waffe ziehen. Und eine andere, weil da kommt ja direkt der Typ. So, Servus. Erstmal einen Schrei hier ausnutzen. Und den Kerl niederhauen. So, das hätten wir damit. Sogar noch irgendwas aufgestiegen. Sehr schön. Einhändig, glaube ich, war's. So, und dann nehmen wir hier alles mit, den fetten Goldbeutel. Sonst war hier nichts mehr, ne? Ne, da hinten war nichts. So, und dann, wie war's? Ich muss das hier eigentlich gar nicht aktivieren, ich weiß es noch. Es war Fisch. Dann kam der Vogel. Jetzt höre ich aber was. Dann die Schlange und dann wieder der Fisch. Angeblich falsch, oder was? Ah, ne, hier. Da ist ja auch die Schlange. So. Toll. So einfach. Wieso hat das beim letzten Mal nicht funktioniert? Da bin ich ja auch drüber gelaufen. Naja, komische Sache. Ist halt jetzt so. Komisch. Aber diesmal hat es ja einwandfrei funktioniert. So, den da hinten, den können wir noch schön aus dem Schleichen abschießen, hoffentlich. Bam! Den hab ich noch nicht mal bemerkt. So. Also nicht richtig. Na, wollte gerade sagen. Das Gitter da kommt mir doch irgendwie komisch vor. So, dann gehen wir noch hier rein. Boah, Lehrling, die kriegen wir locker auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns am Ende dieses Dungeons erwartet. Denn immerhin ist das ja ein Dungeon, der mit der Saphir-Drachenklaue geöffnet wurde. Und mit so einer Klaue geöffnet, das sind normalerweise, wenn ich da nicht falsch informiert bin, immer ganz gute. Oh, ein Goldbarren. Die Ficker. Sind das normal immer ganz gute, wie heißt es? Dann, also Belohnungen zum Schluss. Ah ja. So. Dann rollt mal. Und ich gehe weiter. Da ist eine Begräbnisrune. Nehmen wir wieder alles mit. Oh, ein Jagdbogen. Und da können wir schon wieder nicht mehr tragen. Hier noch ein schönes Gemälde von den Ureinwohnern. Ja, was kommt jetzt weg? Ich würde mal sagen, das Eisenschwert, oder? Die Stahlkriegsaxt dürfte... Ich rechne jetzt hier nicht groß, aber wir machen das Eisenschwert weg, so. Und speichern mal hier noch, denn jetzt geht's weiter. Wie ihr seht, Feuerschleier Tiefen. Jetzt geht's ein bisschen tiefer rein in den Feuerschleierhügel. Und Lydia ist wieder da, sehr gut. Das gefällt mir schon mal sehr. Oje, oje, oje. Das hier könnte böse ausgehen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht, Lydia. Da kommen sie alle. Aus ihren Löchern gekrabbelt. Besser gesagt, aus ihren Särgen. Aber leicht zu besiegen, sie sind. Bam, junger Padawan. So, okay, das war erstmal super einfach. Aber da kommen noch mehr. So, Knochenmehl, das kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Und diesmal sind es Trauguren. Oder Trauger, keine Skelette. Und einer scheint sich in der Eiskunst auszukennen. Ein Sarg nach dem anderen öffnet sich hier, Alter. So, ich würde den ganz gerne noch schnell looten. Zumindest das Gold nehmen wir mit. So, Servus. Jetzt komme ich zu euch. Weg mit ihm. Wo ist der nächste? Da vorne. Noch ein Trauger. Zack. Ein Schlag. Zack. Ein Schlag.
Sehr schön, das hat ja schon mal gut funktioniert. Also der Raum hier ist wesentlich einfacher, als man vielleicht denkt. Goldene Halskette nehmen wir mit. Hier nicht irgendwas drin gesehen? Nee, eingebildet. Dachte, da wäre auch noch irgendwas drin in dem Sarg. So, und da ist dann auch schon der letzte. Das ist dann sogar ein ruheloser Trauger. Der Wahnsinn, aber auch der ist mit zwei harten Schlägen der Zweihand-Axt tot. Und da ist doch jetzt wieder irgendwas. Wow, höher Traugerfürst. Mein lieber Scholli. Aber auch der, naja. Beeindruckt mich jetzt nicht sonderlich, ehrlich gesagt. Alte Nordstreitaxt der Kälte. Und die nehmen wir jetzt natürlich mit. Muss ich Lydia wieder ein bisschen was geben. Die sollte noch was tragen können. Also Eisenschild nicht nehmen. So, Waffen. Geben wir der mal Zeug. Ja, komm, einfach irgendwas. Scheißegal. So. Hauptsache, wir tragen weniger. Und ich glaube, damit haben wir das Feuerschleierhügel auch den Feuerschleierhügel auch abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch was kommt. Aber wir sammeln natürlich noch alles ein. Von den ganzen Skeletten und Trauger, die wir hier getötet haben. Ah ne, das Eisenschild nehmen wir mit. Aber die alten Nordsachen, die sind mir zu wenig wert, als dass ich die mitnehmen würde. Okay, aber da oben die... Wie komme ich denn zu denen? Ah, da kann man da hinten hochlaufen. Sehr gut. Moment. Hier ist ja gar keiner. Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Komisch. Ist hier vielleicht irgendwo was unter Wasser? Das wäre awesome, aber mich jetzt zu faul zu suchen. Aber da gucken wir mal da, ob ich wenigstens den oben gekillt habe. So, den haben wir ja schon gelootet. Ja, der liegt noch hier oben. Wenn wir jetzt die alten Nordpfeile mitnehmen. So, und dann gehen wir weiter. Sehr wahrscheinlich dann raus aus dem Feuerschleierhügel. Dieser hohe Traugerfürst wird wohl der Endgegner gewesen sein. Aha. Und hier gibt es jetzt auch nochmal fette Beute. Ein Zwergenstreitkolben, interessant. So, eine Eisenrüstung. Jetzt wird's eng, meine Damen und Herren. Was ist denn nicht so viel wert, was wir hier dabei haben? Der Stab der Raserei, definitiv. Der Stahlstreitkolben. So. Eisenschild, nee, das eigentlich schon. Das auch, ja, Pelz ist eigentlich immer viel wert. Einigermaßen. Okay, also definitiv die Eisenrüstung, die muss weg. Sonst kriegen wir das nicht mehr geschissen. Und dann würde ich sagen, komm, noch ein Eisenschild. Und dann haben wir es. Diese Assis. Überall fallen hier, das ist der Wahnsinn. So, nein, den Geldbeutel will ich, ja, die kann ich leider nicht mehr mitnehmen, die Stahlrüstung. Die ist zu schwer, das kriegen wir nicht geschissen. Zaubertrank der Heilung, den können wir noch mitnehmen. Und hier, meine Damen und Herren, gibt es ein weiteres Wort zu lernen. Wort der Macht gelernt. Keines Frieden. Interessant. Ah, sieh meine an. Schön, schön. Wirbelsprint und zack. Dann gucken wir mal, was hier ist. Sehr schön. Und noch ein Zwergen-Zweihänder. Dafür muss dann jetzt eben ein weiteres Eisenschild dran glauben. Und leider noch was. Ist hier irgendwas Unnötiges? Ist das... Shit. Bärenpelz. Ne, der ist auch was wert. Goldbarren ebenfalls. Haben wir nicht nur irgendwas, was wir wirklich nicht brauchen? Lehm. Ja, den hätte ich eigentlich können. Ja, Lehm. Weg damit. Komm, komplett. Super. Achso, nee, hier können wir jetzt auch runtergehen. Und dann nehme ich nochmal das Zeug aus der Truhe mit. Warum habe ich so viel Lehm dabei? Achso, klar, wir haben den vorher abgebaut, aber den hätte ich auch können verkaufen oder so.
Ich Vollhorst. Ah ne, irgendwas müssen wir jetzt doch nochmal reintun. Wahrscheinlich die Eisenrüstung. Ja, die Eisenrüstung. Sonst geht's nicht. So, alles klar, meine Damen und Herren. Das war's damit mit dem Feuerschleierhügel. Mehr gibt es hier nicht mehr. Ja, Feuerschleierhügel. Und dann werden wir jetzt gleich auch draußen sein. Genau. An der Kette ziehen. Und jetzt kommen wir irgendwo raus und sind dann relativ flott wieder an der frischen Luft, nachdem wir jetzt echt lange hier in diesem Dungeon waren. Da liegt noch ein Stahlkriegshammer, aber leider keine Verwendung mehr. Beziehungsweise kein Platz. Sagen wir besser so. Ah, und hier, wo der Typ war. Tja, hätte er irgendwie diesen Stein bewegt bekommen, der Kollege, dann wäre er nicht hier drin verreckt. Moment, da ging's raus, ne? Ja. Und dann gehen wir jetzt mal wieder zu Michael. So hieß er doch, oder? Der wird, der nix geworden ist. Gut. Und dann reden wir mit dem, dass wir das komplette den kompletten Feuerschleierhügel erkundet haben. Und da auch den ein oder anderen Schatz gefunden haben, durchaus. Also das hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen. Ein paar Level aufgestiegen, also ein paar Sachen sind wir auch ein Level aufgestiegen. Zweihand, Einhand, Bogenkunst, Blocken, schwere Rüstung, glaube ich, auch. Das ist ja schon ordentlich. Und Schießkunst, glaube ich, auch einmal. Also, hat sich durchaus gelohnt, den Feuerschleierhügel zu betreten. Und dann gucken wir jetzt mal, was er dazu sagt, dass wir das Ding hier gesäubert haben, komplett. Von vorne bis hinten. Entschuldigt, mein Herr. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Okay. Kann man ihm leider nicht erzählen, aber gut, macht auch nichts. Dann verkaufen wir ihm jetzt noch. Okay, Zaubertränke, nee, die behalte ich. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Weißlauf und verkaufen dort wieder unseren ganzen Kram, so wie wir es auch gewohnt sind. So, auf nach Weißlauf. Ja, so wie wir es gewohnt sind, verkaufen jetzt alles und machen es zu Barem. Aber ich guck mal gerade. Also den Zwergen Zweihänder, den verkaufe ich. Da bleiben wir bei der Orkwaffe. Aber ich gucke mir gerade mal nochmal den Zwergen Streitkolben an, den wir da bekommen haben. 20 Schaden macht der. Da macht unser orkischer Streitkolben des Entziehens nämlich weniger. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen. Ja. Deswegen würde ich sagen, warten wir hier erstmal. 4 Stunden reichen. Und verkaufen dann unser Zeug. Für was, was brauche ich denn da für einen Barren? Wie heißen die nochmal? Zwergischer Metallbarren. Okay, nee, da haben wir noch keinen. Um das Zwergending zu schmieden, also zu verbessern. Da haben wir leider noch keinen. So, sie ist gerade vom Dach gesprungen, wie man gesehen hat. Dann verkaufen wir ihr mal Zeugs. Oh, gar nicht so viel, den Zwergendolch kann weg und die zwei Zweihänder. Eisenschild, davon alles einmal. War das auch zweimal? Ah, nee, das ist ja was ganz anderes. So. Kultistenmaske, was ist mit dem anderen Kultistenzeug? Aber das kann ich hier vielleicht nicht verkaufen. Aber das sollten wir ja eigentlich auch noch haben. So, sonstiges, Bärenpelz und das. Ah, ich Idiot! Ja, ich kaufe den Bärenpelz wieder. Bin ich selbst schuld. Ach so, nee, ich wollte noch gucken. Werft einen Blick darauf. Was sagst du denn, was kostet denn bei dir ein zwergischer Metallbarren? Sie hat sogar einen. Sehr schön. Und der kostet 79. Kommt, das geben wir mal aus. Also gut. Und schleifen unseren Zwergenstreitkolben. Sehr schön. Der macht damit 2 Schadenspunkte mehr. Und den können wir dann nachher auch noch verzaubern. Aber zuerst verzaubern wir mal nochmal hier die Schmiedin mit weiteren Gegenständen, die ich mir jetzt von ihr hier ins Inventar hole. Oh je. Und da sind wir wieder komplett überladen. Also, verkaufen wir das Zeug gerade noch an sie und dann würde ich sagen, war's das erstmal wieder mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann verkaufe ich es erst noch ein bisschen weiter, stell uns noch
einen ordentlichen Zwergenstreitkolben. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Also, bis dann, bleibt dran und tschüss.